Gefährlicher Alltag auf unseren Autobahnen. Lkw-Fahrer müssen irgendwann Pause machen, nur wo? Abends unter der Woche oft kein Platz, wie hier auf dem Rastplatz Goldene Meile am Autobahnkreuz Meckenheim. Jetzt ganz langsam macht er, also ist wirklich schon, da ist ja schon bald Verkehrsgefährdung 30, ich hänge ja noch fast auf der Autobahn. Da vorne fährt schon einer rückwärts, also hier ist jetzt mal Highlife. Er sucht jetzt halt, was soll er machen? Solche Situationen haben in den vergangenen Monaten schon zu tödlichen Unfällen geführt, wie hier auf der A40 bei Kleve. Lkw rast auf Lkw, der auf der Verzögerungsspur stand. Oder hier bei Essen, ein Motorradfahrer kracht in einen parkenden Tanklaster. Auch er stand mitten auf der Fahrbahn. Um solche Unfälle zu verhindern, kontrolliert die Polizei so oft wie möglich auf den Parkplätzen. Wir sind unterwegs mit Marc Müller und Markus Zimmer von der Autobahnpolizei. Lkw stehen hier oft auf der Fahrbahn oder im Matsch daneben. Das Problem ist jetzt hier, weil er jetzt ein wenig schräg steht. Man sieht es auch jetzt hier schön, ja. Und dann ragt er natürlich in die Fahrbahn rein. Und wenn jetzt einer auf dem Parkplatz auffahren wollte, dann könnte natürlich zu einer Kollision kommen. In diesem Fall ist es ausnahmsweise mit etwas Rangieren getan. Einen Rastplatz weiter reicht das nicht mehr. Sehr gefährlich steht dieser Lkw aus Ungarn in der Einfahrt. Die Beamten müssen reagieren. Entschuldigung, alles Parking voll. Alles Parking voll, ja, ich weiß. Und. Hier, gucken, Parking. Der ungarische Fahrer muss jetzt extra seine Ruhezeit unterbrechen. Das kostet 70 Euro Strafe. Zentimeter. Wir werden aber jetzt auf dem Bußgeld verzichten, weil er wirklich jetzt so weit in die Fahrbahn reinragt, um schnellstmöglich den Parkplatz wieder frei zu machen. Und schicke ihn dann jetzt weg. Das würde sonst zu lange dauern. Genau. Das wird vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde dauern, wo der Nächste genau in dieser Lücke steht. Das heißt, man könnte eigentlich die ganze Nacht rundfahren und nur LKWs von den Parkplätzen verschoben. Die A61, eine der neuen, wichtigen Nord-Süd-Trassen für den Lastverkehr. Das Parkchaos, auch für Erich Häuft und Christian Kilian von der Streckenkontrolle, ein täglicher Begleiter. Sie sind die ganze Woche über unterwegs auf den Parkplätzen entlang der A61. Immer mehr Lkw bedeuten mehr Müll und der muss weg. Sehr überlastet der Parkplatz. Natürlich, was sie essen und trinken, wird meistens so aus dem Fenster geworfen. Ja, so ist das alltäglich. Häuft und Kilian kommen mit dem Aufräumen gar nicht hinterher. Fäkalien, Plastik, sogar Kanister mit Restdiesel. Das Saubermachen hört nie auf. Einmal angefangen, wieder von vorne beginnen. Und dieser Film wird auch rausgefahren, mit den Reifen rausgeschleppt. Die Verzögerungsspur, die ist verschmutzt. Dadurch können auch Unfälle passieren. Und da muss man halt eben Obacht geben, zu Notfall die Kehrmaschine rausholen. Was tun, um die Parkplatznot in den Griff zu kriegen? 2300 Stellplätze fehlen in ganz NRW. Zwischen der A61 und der A565 werden deshalb immer mehr Parkplätze ausgebaut. Allein auf dem Parkplatz Goldene Meile soll die Zahl der Stellplätze steigen, von 14 auf 80. Aber viele Gründe sorgen dafür, dass das dauert. Letzten Endes sind es auch Flächen, die jemandem gehören, sprich ich greife in das Eigentum eines Privaten ein oder auch in Flächen von Gemeinden, die vielleicht selbst über die kommunale Planungshoheit die Dinge selbst planen wollen. Den Truckern dauert das alles zu lange. Sie wollen endlich mehr Parkplätze, um sicher Pause machen zu können. Ist eigentlich immer froh, wenn man abends zu Hause ist oder wenn man Feierabend hat und sagt, ich bin heil nach Hause gekommen. Ja, weil das ist nicht das, was man haben will. Man will nicht sehen, wie ein Kollege da in seinem LKW liegt und gerade mit seinem Leben kämpft. Ja, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir machen den Job, um unser Geld zu verdienen und nicht, um unser Leben zu verlieren.